the fuck? Griffin looking ass bitch. Deine Werbeagentur bietet Urban Sports Memberships an. Wieso nutzt du das nicht? Denn guck, du bist dick und wack. Mein Craze hat in eurem Battle so deine Mutter gefickt. Also kein Plan, ob das Match hier stattfand. Mich würde halt wundern, wenn nicht. Denn du battlest alle zwei Wochen, hast eine Freundin, vier Hobbys und schaffst das mit einem 9-to-5-Job zu vereinen? Deine Beziehung scheint sehr offen zu sein. Du weißt, dass ich so aufgesetzte Scheiße wie dich hasse. Du bist bestimmt einer mit Depressionen, aber mit einem Wandtattoo zu Hause, auf dem steht Lebe, Liebe und Lache. Ich hab mit Leuten wie dir Erfahrung. Du brauchst keinen neuen Krieg, Mars. Du brauchst dringend eine warme Umarmung. Komm schon, Bro. Life begins at the end of your comfort zone. Nee, spiel dich mal nicht so auf. Jeder weiß, dass deine Karriere zu nix führt. Junge, was? Dein Kopf ist so im Sack. Würdest du dich outen mit pädophilen Gedanken? Alle so, ja, passt. Die Rich Kid Witze sind für dich nervtötend, aber komm schon, Digger. An welcher Schule gibt es sonst die Fächer? Querflöte, Bratsch und Salonorchester. Jetzt ist die Schule vorbei und er macht Battles, um zu hören, was er für ein kluger Kopf ist. Aber für mich ist das intellektuelle Rumgeeier der pure Kotzkick. Plus die madigen Gimmicks sind so lahm, nennen sie Philipp. Eine Steinschleuder gegen Josef Steinschleuder, wie wahnsinnig witzig. Er hält sich einen Schuh vors Gesicht. Gegen so einen Held mit Schuh vorm Gesicht. Alter Taha, wie witzig. Hast du heute einen Wolf dabei? Nee, ich hab das Gefühl, dass du gar nicht gewinnen willst. Warte, du machst Poetry Slam? Okay, ich bin darin kein Experte. Mir wurde gesagt, das ist zwar ein bisschen lame, doch im Endeffekt auch Kunst. Also gab ich mir seine Auftritte. Ey, das ist ja wie Battle Rap in dumm. Beispiel. Er vergleicht Politiker mit Tieren in einer Passage, die vor Doppeldeutigkeiten trieft. Doch das ist keine Poesie. Das ist einfach nur ein Scheme. Anderes Zitat. Die Gegensätze, und jetzt aufpassen, bleiben nicht mehr unangefochten wie abgesagte Degenkämpfe. Junge, Junge, Junge. Wie abgesagte Degenkämpfe. Junge, jetzt im Ernst mal. Was das für eine Verswahl? Das war nicht poetisch, das war eine Bad Bar. Dein erster sinnvoller Satz. Es stimmt, dein Kopf ist komisch. Gehirnmasse so weich, das ist ein Topf mit Honig. Ich schätze, dass selbst Jindo bei dem Zeug, dass der sich ballert, krass erblasst. Oder hat dein Kopf auf Schalke zu auf dritte Halbzeit mitgemacht? Du meinst doch, du hast mal Prügel mit dem Schlagstock abgekriegt. Wie gemein, der hat anscheinend genau das Sprachzentrum erwischt. Heulst im letzten Titelmatch rum, du kleiner widerlicher Spinner. Ich hatte zwei Gehirnerschütterungen. Ja, zwei, an die du dich erinnerst. Und du erzählst im Internet Leuten, was ein guter Artist ist und wie man einen Charakter kreiert und kennst alle Aspekte, die fresh sind, aber fragst dann sogar für das Tarek-Battle rum nach dreckiger Wäsche? Ja, ich bin gespannt, du Friedhofsgräber, du Vin Diesel auf Kopierschutz, Junge. Glaub mir, heute wird es ungemütlich, als hätten wir Roos eingeladen. Und bei deinem Charakter weiß ich nicht, wurde der aus dem Darknet oder aus dem Dark Room ausgegraben? Versteckt und lässt das einfach zu, dass sich die täglich die Schläge über sich hineinbrettern. Aber ich erkläre dir mal was über das Leben, du möchtegern Satanist, du ekelhafter Penner. Gott schuf dir Beine. Aber treten musst du selber! Und genau deswegen fuckt mich das immer so ab, wenn du sagst, du droppst
bei Pilz, in die Drinks von Mädels und dann, dass du nach einer Schwangerschaft das Neugeborene killst. Ida Dick, ich fand das Ganze ganz schön weird. Ich meine, ich werde seit Jahren über Nazis in meinen Bars, doch ich stehe auch nicht in Springerstiefel und im Hakenkreuz vor dir. Ich komme fett wie das Rolls-Royce-Emblem und bin im Battle-Rap ein Trendsetter. Und du siehst so aus wie der Prototyp Golf-GTI-Gang-Member. Hey, du Tuning-Messen-Besucher, du Gamescom-Moderator, du Handgepäckstück, du Taschenvibrator. Ey, du Boxinhalt, Alter. Pass mal auf. Beim Schreiben vom Part bin ich präzise wie beim Werfen von Dartpfeilen oder dem Balancieren auf Drahtseilen. Du hast eine MPU hinter dir, ja? Aber auch nur, weil dein kleiner Scheißkörper mehr als 3 Tage braucht, um ein Bier zu verarbeiten. Deine Mutter, die heißt Jürgen von der Lippe. Diese Zeile war dein Highlight nach fast 10 Jahren Gespitte. Doch Junge, bei deiner Mutter fehlt's mir wieder mal an Worten. Sie hat nur Honig im Kopf und heißt Dieter Hallervorden. Dann deine Ledermann, du hast nichts zu erzählen. Du hast auch wirklich jeden und dein Wasserfall aus Tränen. Du bist völlig überfordert mit Erwachsenenproblemen und kriegst nur Bilder, wo du schreist auf der Achterbahn des Lebens. Du bist der Rattenschwanz im Abwassersystem. Ich brauch keinen Waffenschrank, um dir einen Uppercut zu geben. Fährst du im Affenzahn auf einem Klapprad durch die Gegend, sieht man dich nach einem Kraftakt an einem Lastkraftwagen kleben. Ey, sag mir, ist aber nix, der einzige Motherfucker mit einer krasseren Hackfresse als ich. Von wegen, du hast heftige Hits, der Cut klingt, als hätte man den Shit in der Saftpresse gemixt. Da hilft nur Schnapskippen auf Ex, bevor du so ein paar Rapper wie beschissene Nacktschnecken zertrittst. An deinen krass ätzenden Clips kannst du ablesen, wie oft hat jemand auf Abbrechen geklickt. Jedes Mal, Kollege, die Kacke geht nicht klar. Ich stehe da wie ein Alien neben jeder Bar. Es ist offensichtlich, du rockst den Shit nicht. Fuck the bitches, du hast einen Fehler in deiner DNA. Ich habe eine Frage, ne? Würdest du selber von dir behaupten, dass du fett bist? Nein? Du hast voll die fette Wampe, Alter. Du hast eine fettere Wampe als eine schwangere Schlampe, Alter. Das ist wirklich heftig, was für eine fette Plauze du hast. Wärst du ein Gefäß für ein Getränk, dann ein bauchiges Glas. Du bist nicht 50 Cent, aber Rolling G rollt das G? G? Was laberst du, Spaß? Willst du uns sagen, du bist mit einem Rad im Knast? Warum G? Weil du lebenslänglich sitzt oder vielleicht doch, weil du mit selbstironischen Namen jedes Hemd zerrippst? Ich hab recherchiert. Ich hielt mich extra von Insta fern. Ich wollte was Neues bringen. Ich fand auf Tinder mehr. Sein Dating-Profil, Sergio Gramos. Ich laufe keiner Frau hinterher. Deine Musik oder das, was du Kunst nennst. Heißes Wetter, kaltes Wasser, heiße Nippel, geile Sau, dicker Booty, kleine Tippen. Ich weiß nicht, warum du auf Heiligen John stehst. In einem Track sagt er: Ich war immer Rapper und hab nie die Schule geschwänzt. Ich hatte immer Hunger, leider war der Kuchen begrenzt. Kuchen begrenzt? Die Person, die dich vom Essen abhalten sollte, hat sich wohl eher von der Buche erhängt. Du solltest dieses Sprichwort nicht benutzen. Denn so wie du aussiehst, hast du deinem Magen mehr Kuchen geschenkt, als es Todesopfer durch Nazis gab, wenn man an das Judentum denkt. Und weil so ein Leos 20 Streams mehr hat, wirfst du ihm im Battle vor, dass er seine Hörer kauft. Ich glaube auch. Weil so minimalen Erfolg zu bekommen, ist schwierig. Du hast 9 Hörer auf Spotify. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du Leute bezahlst, damit sie deine Songs nicht streamen. Ey, du bist so alt, du könntest locker mal mit Oldboy teamen. Dann werdet ihr die beiden Alten wieder, Tolstoi-Titel. Ey, keine Rolls-Royce-Leasing, doch ich shoot mit krassen Runden und du pfeifst aus dem letzten Loch, als wäre ein Dudelsack erklungen. In dem Alter hier anzukommen, ist echt übersick. Aber du gehst ja immerhin auf Ü30-Partys, seit du 50 bist. Thank you.
Themen sind erstens, dass du kein Geld hast. Zweitens, du warst lange Therapie. Drittens, dass du kein Geld hast. Viertens, du bist heftig depressiv. Du hast sogar 3 Alben recorded. Alle haben die gleiche Message. Du bist broke, dein Leben ist scheiße. Und dazwischen sind Adlibs. Und jetzt bist du bei SF? Ja. Junge, das passt ja perfekt. Denn alle Member sind selbst gefährdet und keiner von denen hat Tash. Chris Kotzen ist ein krasser Rapper. Kein einziger hier denkt das. Wenn ich kotzen auf den Splash will, geh ich saufen auf den Zeltplatz. Und ich weiß, deine Recherche, die war nämlich so. Du hast dich angekündigt, du kommst zu meiner Theatervorstellung. Vor 3 Wochen. Ich habe gesagt, klar, komm, ich spiele da einen Monolog. Ich habe mich gefreut. Cross-Promotion. Ich habe keine Ahnung von Werbung. Sagt man das so? Auf jeden Fall nice, dass endlich mal jemand den Theater-Angle anders approached. Und dann kommst du eine halbe Stunde zu spät, Alter. Was ist bei dir los? Das ist nicht Diltily. Wenn da steht, es geht um 20 Uhr los, dann geht es... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich kleinlich. Vielleicht bin ich heimlich einfach nur neidisch und mag deinen Vibe nicht. Aber ich würde behaupten, diese Aktion, die war einfach nur peinlich. Dein Lauch kann dir gern das Wasser reichen, aber du mir nicht. Wenn ich spreche, sehe ich dich krass erbleichen, denn du blamierst dich. Da ist ja der Typ, der ist halt auch wieder da. Der Einzige auf der Welt, der denkt, oh ja, der X wird ein Star. Spoiler-Alarm, der X, der wird nichts. Der Typ ist ein Witz, sieht aus wie wer, der zu Frauen sagt, Perle zeigt Schlitz. Und auf den macht... Wow, was für eine starke Frau, voller Ehre bewaffnet. Ich hab dich so sehr geliebt, ich hätte für dich sogar mein Leben gelassen. Und irgendwann packte ich dann meinen ganzen Mut zusammen, um dir bei Instagram eine Mail zu verfassen. Zitat Goldner vor 3 Jahren. Hey, Basie. Deine Videos auf Insta sind ehrlich mal klasse. Deine Attitüde ist niemand aus der Szene gewachsen und deine Schönheit lässt einfach jeden Gegner erblassen. Wisst ihr, was sie dann geantwortet hat? Nichts, sie hat mich 2 Jahre lang auf gelesen gelassen. Da hat wer zu auf Nestik gegen Stil angeschaut. Bei dem Reel dann gestaunt. Ey, die Streams will ich auch. Ist bei dir zwar nicht wahrscheinlich, aber falls das passiert, sieht man nur noch, wie du dummer Bastard auf so einem Techno-Beat hier lang gemacht wirst. Ey, du Säufernase mit betäubendem Atem. Jeden Barkeeper sollte man ab heute verklagen, wenn man dir was eincheckt, denn er scheißt, denn du trägst mal deine Leber nur noch zur Geise für dich. Erstaunlich, was bei dir so reinkommt. Muss mein Bulle mal pusten und knackst den Highscore. Es ist jedes Mal das so. Du hast keins, nein, du bist ein Problem mit Alkohol. Gegen Pharaoh warst du halt okay. Doch seine 4. Runde überschattet deine Leistung. Dort empfiehlt er seinem eigentlichen Gegner wie ein Psycho auf die ekelhafteste Art und Weise, doch argumentativ schlüssig den Freitod. Dann sagt der Time, verhaltenes Jubeln, die Menge bildet sich noch keine Meinung und fällt so neben ihm auf der Bühne. Nice, Bro! Hä? Was sind Gefühle für dich? Er so, bring dich um und du bleibst voll entspannt. Leute wie du hören sich zum einschlafenden True Crime Podcast an. Und dein Tour-on-Tour mit Steini war nicht, okay, nicht nur okay. Ganz im Gegenteil, war dope. Fun Fact, eure Gegner haben dich in 3 Runden ganze 2-mal erwähnt. Die leben meinen Traum. Etablierte Battle-Rapper verfolgen eine Vision, doch treffen niemand. Und reden mit mir so, als wäre ich deren Sohn. Ich fühle mich wie Livin' Liam. Oder wie Celine. Mit einer ekelhaften Attitüde aller Pocher redest du mit ihr, als wäre sie deine Tochter. Du Opfer mit immer weniger werdenden Kopfer. Nee, sieht man kaum. Sissy bleibt da locker, wie der Schaum auf meinem Mocker. Und mit stolzem Gesicht will er das Cappy vom Kopf nehmen. Aber ob lichte Haare oder nicht, waschen muss man sie trotzdem. Mach das bitte nicht nochmal, das sah aus, straight out der Werkstatt. Sissy nimmt safe kein Shampoo von L'Oreal, weil sein Haar einfach keinen Wert hat. Dein Instagram-Profil. Ich habe mir das angeguckt und mich tatsächlich fast totgelacht. Es fällt dir Biedermeier Landrut überhaupt nicht auf, wie krankhaft du auf Kind von der Straße machst, Junge. Was? Geht ab. Bei dir ist die Frage. Yes, yes. Denn that's serious, Tristan. Du bockst nicht. Selbst ich kann dich nicht sonderlich hassen, denn du bist weder besonders männlich noch besonders toxisch. Na, na.
Rap so fucking ernst nehmen und dann trotz gegen mächtig am Splashen und verlieren? Der hätte dich nicht einmal battlen müssen. Du warst beschäftigt, dich selbst zu ficken. Wer hätte auch damit rechnen können, dass es sich für ein Written Battle lohnt, seinen Text zu lernen? Du hast Gedächtnislücken wegen fehlender Atempause. Wir sind wegen dem Sauerstoffmangel alle Gehirnzellen abgestorben. Yep. Alle zwei, du bist der lebende Beweis. Skills und so sind geil, aber man kann auch übertreiben, so wie du. Dicker, komm mal klar, du zweibeiniges Dromedar. Ich verkneife mir meinen Kommentar. Schnaps nach Luft nach deinem Parts. Doch die Zeit ist knapp, gleich muss er weitermachen. Und ich schreie Richtung Arzt. Schnell, komm, schnell! Sauerstoffmangel bringt dem Mann ne Sauerstoffflasche. Der Schweiß fließt aus jeder Pore von Fasi. Ja gut, ich schwitze im Bett jetzt auch. Ey, das kommt mal eben vor. Doch schützt du deinen Körper, riech ganz Köln danach nach PC-Core. Ach, was sag ich da? Schüttelt er seinen Körper in der Sonne? Sieht man um ihn rum einen Regenbogen? Ey, das ist nicht gelogen. Doch hat ja für dich auch was Positives. So gibt es wenigstens ein bisschen Farbe in deinem Leben voller Depressionen. Ey, dein aggressives Auftreten versetzte vielleicht den letzten Gegner allesamt in einen Angstzustand, aber dein Rumgebrülle prallt heute an mir ab wie von einer Schallschutzwand. Mhm. Und dir wird es nicht gelingen, diese zu zerstören, denn ich empfinde keine Angst vor deinem Rumgebrülle, nein, ich empfinde Ruhestörung. Deswegen glaubt man nicht, dass das Mörder wäre. Ey, wer Moody's Battles im Pay-Per-View kaufte, kaufte auch Oropax und Hörgeräte. Yeah. Ficker, du kleidest dich wie ein Teenie-Fuckboy und rappst wie ein seniler Mann. Sie reden von Delivery, obwohl du nicht abliefern kannst. Liegt das am Laptop? Oder kommt bei euch der Cringe nicht an? Die Hälfte deiner Sätze macht ja nicht mal Sinn, verdammt. Die Zitate könnt ihr in seiner Runde abholen. Von mir nur so viel. Deine super gut ausgebildete Mannschaft ist sehr top und insgesamt lief es auch rund, trotzdem Zweifel in der Hand. Macht als Satz jetzt keinen Sinn, also Gleichstand nehme ich an. Deine Nervosität war riesengroß und die Performance war ein Griff ins Klo. Man konnte die Scheiße in deiner Buchse durch den Bildschirm riechen. Future of Dixie Klo. Dieses Battle hier ist für dich wie einen Berg erklimmen. Lass den Introvertierten nie beim Haushalt helfen, denn der kehrt nach innen. Aber dieses Match ist was Besonderes. Es ist sogar so, dass dieses Battle hier ein Unikat ist. Denn faktisch battle ich drei Zwerge, die gerade mühsam seinen Pulli tragen. Ja, du stemmst jetzt die Gewichtung, willst es jetzt jedem beweisen, dass du nicht mehr das fette Mobbing-Opfer bist aus Schulhofzeiten, aber... I'm so sorry, Diamond. Also, es tut mir wirklich leid. Denn egal, wie viel du trainierst, ne, du wirst immer der Fette bleiben. Guck. Du bist immer noch der Dickste. Der hilft dir auch kein Fitness, versteh das. Wenn du ein Vorher-Nachher-Bild von dir machst, Junge, das sieht so aus wie finde den Fehler. Wunderschön. FOB, Junge! Hey!